Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XRD. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ziehen wir mal wieder die Food Champions Belohnungen. Dieses Mal habe ich es in Gold 2 geschafft, nicht so gut wie letzte Woche. Diese Woche habe ich mich richtig dadurch gequält, ich weiß auch nicht, aber ja, egal. Ich gehe jetzt mal auf Food Champions. Es war wirklich schlimm diese Woche, echt. Nicht nur bei mir, bei einigen anderen auch. Wie gesagt, hier Gold 2 Food Champions Weekend League abgeschlossen. Wir kriegen ein seltenes Gold-Set. Das ist ein 25k-Set und seltene Mega-Sets. Das sind, glaube ich, die 55k-Sets und 45.000 Münzen, die ich gut gebrauchen kann. Ich meine, Münzen nimmt man immer gerne an. Und gehen wir in den Shop. Wieder mal verbuggt die Anzeige. Nur 2 von 3 Packs. Da haben wir aber unsere 3. Komm, dann ziehen wir mal als erstes das seltene Gold-Set. Ich hoffe mal, wir haben was Gutes. Ich glaube, das hofft jeder Spieler. Aber ich denke mal, ihr hofft das auch für mich. So, das erste Set. Das erste Set wird gezogen und wir haben drin keinen Schlitz. Schade, also keinen 83 Plus Spieler. AC Milan, Montolivo 78, leider nicht so gut. Da hatte ich letzte Woche bisher Besseres. Ich tue mal alles in Verein. Wir haben ja noch 2 Packs, die etwas besser sind. Ziehen wir einfach die nächsten beiden und ich hoffe, da habe ich etwas mehr Glück. So, das nächste Pack. Ein Kollege von mir hat Sané gezogen, darüber würde ich mich auch freuen. Und auch hier wieder kein 83 Plus Spieler. Linkes Mittelfeld, Porto 3. Oh, oh, oh. Boah, bisher sieht's echt nicht gut aus. Vielleicht dann noch irgendwas anderes in dem Pack. Jonathan Tah. Und noch, ja, nichts Erwähnenswertes. Leider. Viel zu viel Mülche drin, den man nicht gebrauchen kann. Okay, das Trikot sieht geil aus. Wir haben noch ein Goldset. Ja, ich meine, wenn man vom Teufel spricht, ne? So ein Sané nehme ich natürlich gerne mit, so ein Leroy Sané. Grüße gehen raus an Tobi. Ja, ist doch, der Sané hat dieses Pack dann doch rausgeholt. Ich guck mal eben schnell, wie viel der wert ist. Den habe ich auch letzte Woche gezogen. Okay, der ist etwas im Preis gedroppt, aber ich würde mich nicht beschweren, wenn ich den nochmal ziehen würde. Ich sehe jetzt als erstes nochmal das 5K-Set, was ich ja gerade umsonst bekommen habe. Aus den Weekend League Belohnungen wurden dann anstatt 3, 4 Packs, ist auch okay. Okay, hier jetzt nur Scheiße drin. Zwar gute Non-Wear-Spieler, aber das bringt mir auch nicht viel. Ich tue den Rest jetzt auch einfach in den Verein. Und ein Pack haben wir noch, das ziehen wir jetzt. Und da hoffen wir nochmal auf einen richtigen Kracher. Pack lädt, komm schon Baby, komm schon. Wieder keinen 83 Plus Spieler, was ist los? Ach du Scheiße. ...82er Facer oder wie man den ausspricht, ey, komm weg damit, ey. Vielleicht rettet ja noch irgendein Spieler was. Okay, ich habe noch Aurier drin, der ist noch ein bisschen wert. Schürrle könnte vielleicht ein kleines bisschen was wert sein. Und der Rest ist auch eher durchwachsen. Hier sieht nichts so aus, als würde es viel Geld bringen. Hier, den Rest kann ich auch abstoßen. Naja, eher durchwachsen, aber ich denke mal, ich bin hiermit auf etwas über 100k gekommen. Ist vertretbar, nichts Besonderes. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen oder mich abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Reborn XRD. Peace out.